Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Suikoden-Let's Plays. Ich bin Magdalin, ihr schaut wieder Games for You. Und wir haben ja zum Glück 3.500 Bits gemacht. Ich will immer Zenny sagen, aber Zenny ist ja eher die Währung von Breath of Fire. Jedenfalls 3.500 Bits, das heißt, wir können dreimal hintereinander bei Tai Ho verlieren. Und das werden wir jetzt auch machen. Dreimal hintereinander verlieren. Ich befürchte es zumindest. Mal sehen, ob dem dann auch so sein wird. Da ist es, das wunderbare Kaku. Der Name passt genau hier zu dem Ort. Ist nämlich Kacke, was Taiho hier unten veranstaltet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr als ärgerlich. Müssen wir mal schauen hier, wenn wir da runtergehen. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Hallo, Taiho, wie geht's? Willst du mich wieder abzocken? Ja, selbstverständlich lasse ich mich verarschen. Okay. Jetzt habe ich doch nicht nachgeguckt, ob es verarsche ist oder nicht. Nein, nein, nein. Das ist kein Betrug. Das ist Glücksspiel und so ist das. Ah ja. Kein Score. Okay. Ich wette mit euch, wir würfeln wieder eine 1, 2, 3. Auch kein Score. Nee, doch, das ist ein Score. Nee, ist kein Score. Ah, 4, 5, 6 wäre ein Score gewesen, okay. 1, 3, 4. So, jetzt sind wir dran. Wenn wir einen Score haben, haben wir gewonnen. 1, 2, 5. Das ist schon mal nicht komplett verloren. Und. Eine 5. 5? Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Und? Ja, du hast heute wohl Glück. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier, 3 Tage jetzt. Der dritte Tag. Und jetzt haben wir mal Glück gehabt. Ich tendiere dazu, mit Leuten mitzugehen, die Glück haben. Da haben wir ja Glück. Hey, Yamko. Jetzt lass uns das Boot vorbereiten. Ja, da geht's wieder los mit den verrückten Sachen vom großen Bruder. Also sind das Geschwister. Hey, ihr, wir warten an den Docks. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier unseren Bootskapitän. Das ging ja doch einfacher als erwartet jetzt im Nachgang. Machen wir erstmal Folgendes. Gut, dass wir keine Kohle verloren haben. Wir gehen jetzt pennen, damit wir Runen und so weiter wieder voll haben. Zauberkraft, sprich. Und dann machen wir nämlich Folgendes. Dann gehen wir nochmal fix einkaufen. Medizin und so weiter. Denn da haben wir einiges verbraucht. Und das ist nicht so gut gewesen. Aber wie dem auch sei, so ist das Leben. Nee. Das haben wir doch schon gemacht. Hier, verarschen lass mich nicht. Nein, ich will... Ach Gott. Jetzt habe ich hier nochmal gedrückt. Lassen Sie mich gehen. Halsabschneider, sage ich's doch. Einmal falsch gedrückt, schon lassen Sie dich nicht mehr raus und vor allen Dingen immer labern Sie dich wieder an. So, aber jetzt davon abgesehen, müssen wir eigentlich hier rumgehen, weil es dort Sachen gibt, die wir brauchen. Sprich, wörtlich, unsere Medizin. Polycrystal Permanent. Hallo? Die kriegt einen Haufen Medizin. Na, ich will doch noch mehr für Kamide. Noch mehr. Voll. So, dann sind wir auch voll. Dann gehen wir jetzt mit dem Boot Richtung Insel. Das ist immer ein kleines Boot. Sicher, dass wir da überall mitfahren können? Hey, wir sind bereit, loszusegeln. Okay. Dann segeln wir mal los. Boah, fantastische Seereise. Komischer Stein im Wasser. Und wir sind angekommen am Fuße des Steins oder des Turmes, der ja sehr unheimlich aussieht. Ein bisschen wie ein riesengroßer Monsterzahn, inklusive Zahnlöcher. Burg von Toran, da ist ein Stein, das ist nicht so geil. Das ist ja wirklich ein verwunschenes Haus oder gespukendes Haus. Seid ihr euch sicher, dass es hier einen Schatz gibt? Ich weiß es nicht. Victor hat das gesagt. Gremiosen Depp.
Wow, was für ein Ort. Das ist doch bestimmt voller Monster. Los, lass uns sie erledigen. Du gehst auch? Aber pass bitte auf. Natürlich. Ich würde das auf keinen Fall verpassen wollen. Okay, jetzt sind wir zu sechs. Das ist schon mal gut. Tai Ho ist beigetreten. Müssen wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Kriegen wir denn diesen Stein da weg, ey? Hallo? Stein? Vielleicht gar nicht. Geht's hier irgendwie rum? Ha! Nebeneingang und eine Truhe. Dann müssen wir aber hier rum, denke ich. Sonst werden wir hier nämlich veralbert. Perfekt. Mega-Medizin bekommen. Gut, dass Tai Ho beigetreten ist. Sonst hätten wir die gar nicht mitnehmen können. Aber das ist ja jetzt der Fall. Dann gehen wir mal hier rum. Eine böse, böse Höhle, die auch total neblig ist. Passt ja zu dem Blabla-Nebelmonster-Geschichten-Kram. Oh! Neue Schnecken. Und eine Geisterrüstung. Greifen wir mal an. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und die halten sogar eine ganze Menge aus. Bisschen ungeil. Oh, was machen die denn für einen Schaden, bitte? Was? Hallo? Jetzt reicht's aber langsam. Item? Nee. Attacke? Item? Ja. Ihn heilen, Attacke. Attacke, Attacke, Attacke. Der ist down. Der ist immer noch nicht down. Jetzt ist der down. Ebenfalls down, nur noch die Geisterrüstung, die krass viel Schaden macht. Und das auf so vielen Targets auf einmal, das kann es ja wohl nicht sein, ey. Los jetzt. Damagen. Volle Kanne auf die Rüstung. Zeigt dem Geist. Yeah. Und er ist kaputt. Endlich. Boah, Glück gehabt. So. Level-Ups gab es auch. 1350 Bits. Also, das hier lohnt sich auf jeden Fall. Was zumindest hier die Geldgeschichte angeht. Gucken wir mal. Use natürlich. Ihn. Er kriegt was. Die kriegt was. Dem Rektalin gebe ich jetzt noch nichts, weil ich das ein bisschen als Verschwendung ansehen würde, tatsächlich. Hä, können wir da durch das Wasser gehen? Nee, ne? Komisch. Scheiße! Müssen wir da kämpfen? Ja. Guck da hier. Zeigt's denen. Okay, eine haben wir geschafft. Die andere hat's überlebt. Na tolle Wurst. Machen wir kaputt. Komm schon, Rektalin. Genau so wollen wir das. Okay. Passt, passt, passt. Ist natürlich hier, wenn wir diese Burg wirklich als Hauptquartier bekommen, ist das natürlich ein super Posten. Weil das ist ja auch super zu verteidigen letztendlich. Müsst ihr euch mal überlegen. Das ist gar kein Wasser. Ich glaube das, oder doch? Ich weiß es nicht. Egal. So. Vor allen Dingen, ihr müsst euch überlegen, da ist ja rundrum Wasser. Die können da ja quasi nur mit Schiffen ankommen und mit Schiffen kämpft sich schlecht. Andererseits können sie uns aber halt auch super gut aushungern, aber sie können andererseits wieder diesen ganzen See nicht umstellen. Also viele Vor- und Nachteile letztendlich, wobei die Vorteile überwiegen dürften, aber bin natürlich kein Stratege in dem Sinne. Ist nur meine persönliche Meinung. 2000 Bits, das liest man gerne. Und hat man noch viel lieber in der Tasche. Das muss Wasser sein. Verrückt. Aber andererseits, wir sind ja auf einem See. Okay, hier geht's hoch. Okay, es hat irgendwie professionell aus. Was hat der denn jetzt für Dings? Vogelfische oder was? Oanes. Ja, leck mich doch. Natürlich ist das hier voller Monster. Da hat Taiho vollkommen recht gehabt. Ey. Nicht so viel Schaden machen, Kollegen. Das passt schon. Machen klar. Der lebt immer noch. Die leben alle noch. Warum leben die noch? Einer ist nur down. Holla, die Waldfee. Machen klar. Okay, das ist gut, das ist gut. Den nächsten, den kriegen wir down. Hoffen wir, dass die das überlebt. Den haben wir. Den müssen wir jetzt kaputt machen. Koste es, was es wolle. Ein Crit, jawohl. Aber immer noch nicht down, ist er ausgewischt, verdammte Scheiße. Gremio, nein! Oh, zum Glück, sie hat es nicht getroffen. Dann können wir sie gleich heilen. Meine Fresse. Komm, hier, mach einen Platz.
Hätte Cremio getroffen, wäre die ganze Sache besser gewesen. Das gibt's ja gar nicht. Einen Schlag hat er noch gebraucht und 1200 Bits haben wir bekommen. Immerhin gibt es einen Haufen Kohle, aber angesichts der Tatsache, dass wir wahrscheinlich bald Schlossbesitzer sind und ich will nicht wissen, was für Heizkosten da auf uns zukommen, ist das auch mehr als willkommen, das ganze Geld. So. Das gute alte Item heilen. Hier gibt's eine Truhe. Was hier einmal an Truhen rummacht? Powerhune. Peace. Okay, was ist das? Zwei Vogelfische. Vogelfische mit Reizacken. Ey, das gibt's überhaupt gar nicht. Und dann haben sie so Flossen wie Mähnen. Das ist jetzt in der, ich glaube in dieser Woche das zweite Mal, dass mir ein Vogelfisch begegnet. In Final Fantasy 13 war auch schon mal einer da, in der Folge Feuerwerk. Irgendwie scheinen die es mit Vogelfischen zu haben, die japanischen Entwickler. Kennt ihr andere Spiele mit Vogelfischen? Würde mich mal interessieren. Ich bin da immer begeistert von. Mag so abstruse Sachen ganz gerne leiden. Medizin, das ist ja mal eine gute Sache. Oh, schon wieder kämpfen. Okay, weiter. Yeah. Machen Platz mit deinem Crit. Jawohl, so muss es sein. So, Level Ups gibt es auch. Defense Rune Piece. Irgendwann haben wir keinen Inventarplatz mehr, was mir nicht so gut gefallen würde. Ja, genau. Hier. Nein! Oh, euch wollte ich nicht aufmachen, Mann. Na los jetzt, komm schon. Bam! Kapau! Mach sie platt! Mach sie platt! Jetzt hat's überlebt. Gut gemacht, Cremio. Kannst dich mal eine blöde Schnecke umhauen. Auf, jetzt wird gekrittet. So macht's der Meister. Hoffe, du hast ja ein Beispiel genommen. So, hier. Zack, zack, zack. Level up. Ist ja schon cool, wie schnell die da die Unterschiede wieder wettmachen. Unsere Gruppenmitglieder. Weil Taiho, der war ja unter 10. Und jetzt ist er schon 15 mit. Also das ist schon eine gute Sache. Der kann schnell mit hochgelevelt werden. Da gibt's ja nicht mehr so viele Unterschiede. Insgesamt. Sehr toll. Oh, hier wird gekrittet. So muss das sein. Noch ein Crit. Ein bisschen kleinerer, aber was soll's. Und wir haben alle kaputt gemacht. Sau gut. Bin begeistert. Gucken, wie viel Kohle wir dafür bekommen. 750 Bits, ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir hier nach links. Wir arbeiten uns auf jeden Fall immer weiter nach oben. Und ich habe so die Befürchtung, dass wir irgendwann hier einem bösen Monstergegner begegnen. Und das werden wir jetzt sehen. Kampf, Kampf, Kampf. Schritt. Ist er tot? Nee, ne? Scheiße. Leute, nicht so viel Schaden. Nein, nein, nein. Schaden ist doch ungesund. Oh, selbst den Hit vom Cremio hat er noch ausgehalten. Jetzt aber hier, zeig's dir. Ja, noch ein Schritt. Sehr nice. Okay, okay, und down. Jetzt kommt nur noch diese blöde Risse. Okay, okay, das können wir gleich gegenheilen. Das ist in Ordnung. Komm, machen wir Platz. Für die, die es nicht mitbekommen hatten und sich fragen, ja, warum blinkt er denn so blau, wenn Rektalin angreift, aka Rotschürze? Das hängt damit zusammen, weil wir seine Waffe aufgewertet haben und die hat jetzt ein Blitzelement hinzugefügt, quasi. Sprich, hat jetzt einen Elementarangriff. Und das ist das blaue Blinken. Taiho können wir heilen. Victor, was sagst du so? Use. Hier und da, die Damen geheilt, perfekt. Man muss immer die Damen und die Leute in der zweiten Reihe aufrechterhalten. Antidoxine. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier am Speicherpunkt sind, das passt super gut für die Stunde, auch von der Zeit her, dann beenden wir die Folge an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.